Wir sind in der Ausstellung Georges Braque, Erfinder des Kubismus. Und wir zeigen hier 61 Meisterwerke des Künstlers. Wir haben uns auf einen Zeitraum beschränkt von 1906 bis 1914. Und das ist eine Tour de force durch die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Wir reiten hier quasi vom Fauvismus über den Vorkubismus zum analytischen bis zum synthetischen Kubismus und alles in einer Ausstellung innerhalb von 61 Werken. Auf blauen Wänden sind die verschiedenen Stile von Georges Braque dokumentiert und daneben gibt es Dokumentationsräume, die quasi den Nährboden dessen, worauf diese Kunst entstanden ist, dokumentiert. Da gibt es Kunst und Gesellschaft, Film, Musik, aber halt natürlich auch das Aufrüsten vor dem Ersten Weltkrieg, was eine entscheidende Rolle gespielt hat, um überhaupt diese rasante Entwicklung hervorzubringen. Georges Braque kam 1900 nach Paris, ein junger Künstler direkt nach der Ausbildung. Er hat in Le Havre studiert, er hat gemalt im Stil des Postimpressionismus, ein bisschen nachrealistische Phase und dann in Paris, dort begegnete er zum ersten Mal der fauvistischen Malerei. Ein komplett neuer Umgang mit Farbe, mit Gestaltung und das faszinierte ihn. Malerei von Derain, Matisse und wenig später, ab 1906, folgte er diesem Ruf und arbeitete ebenfalls unter Anleitung von Othon Fries, seinem Freund, in diesem fauvistischen neuen Stil. 1906 im Sommer verbrachten Othon Fries und Georges Braque einige Wochen in Antwerpen. Und in dieser Phase lernte er die fauvistische Malerei, das heißt also das Verwenden von komplementären Farben, der Einsatz flächiger Strukturen, Aufgabe von Tiefenräumlichkeit und vor allen Dingen halt auch Aufgabe von gegenstandsbeschreibender Farbigkeit. Diese Techniken lernte er von Othon Fries und ab 1906 arbeitete er dann in diesem neuen fauvistischen wilden Stil. Aber nach 13 Monaten war es auf einmal langweilig. Es war aus. Es war eigentlich eine Sackgasse für ihn. Er veränderte seinen Stil, indem er flächiger wurde, indem er durch Cézanne inspiriert geometrische Formen einbrachte in die Bilder. Le Viaduc de Estac zeigt sehr schön, was passiert ist. Aufgabe der Tiefenräumlichkeit, Spiel mit geometrischen Formen, die Häuser sind nur noch Kuben aufgelöst und der Betrachter wird nicht mehr in die Tiefe geführt, sondern bleibt mit dem Blick auf der Oberfläche der Landschaft haften. Dieses Bild ist ein prädestiniertes Übergangsbild. Von dort an begann Braque fast ausschließlich seine Landschaften in Kuben aufzubauen, wie man dann an unserem Key-Visual Les Arbres weiterhin sehen kann. Das wichtigste Werk aus der vorkubistischen Phase ist Les Arbres. Und dort sieht man, wie er die Tiefenräumlichkeit gestaffelt hat in kubistische Formen und wie er den Weg, den man im Zentrum findet, aufgelöst hat, nur noch in Flächen, die dem Betrachter quasi entgegenkommen. Das ist das vorkubistische Werk par excellence. Er hat dann in dieser vorkubistischen Phase noch ungefähr ein Jahr gearbeitet. Man sieht immer noch Aspekte von Landschaft, von Umgebung, aber natürlich das Zentrum dieser Bilder ist immer schon kubistisch, geometrisiert, aufgelöst. Für die Entwicklung des analytischen Kubismus, der auch gleichzeitig ein Höhepunkt innerhalb dieser Ausstellung und innerhalb der gemeinsamen Phase zwischen Braque und Picasso darstellt, ist vor allen Dingen die Entwicklung des Filmes in der Zeit von 1906 bis 1914 enorm wichtig. Braque und Picasso waren eifrige Kinogänger. Die haben dieses neue Medium aufgesogen, wie fast alle Künstler in der Zeit, und vor allen Dingen die Machart des Kinos. Also die technischen Tricks, die dort verwendet worden sind, wie Überblendung, Zoom, Schärfe, Unschärfe, das sind alles Momente, die dann im analytischen Kubismus zum Tragen kommen. Und schaut man sich ein Werk an wie Le Portugais, dann sieht man all diese Verfahren darin, diese transparenten, intransparenten Flächen, die nebeneinander stehen. Dann dieses Gefühl, man könnte um das Objekt, das immer wieder verschwindet, herumgehen, es von verschiedenen Perspektiven sehen. Das ist aufgegriffen worden vom Film und übertragen worden in die Malerei.
Ein besonderes Kennzeichen des analytischen Kubismus ist die Reduktion der Farbigkeit. Man hat jetzt nur noch braun, ein bisschen schwarz, ein bisschen weiß. Und diese Reduktion der Farbigkeit, das war etwas unglaublich Modernes. Auch inspiriert vom Film, der ja auch nur schwarz-weiß bzw. vergilbt braun-weiß daherkam. Der analytische Kubismus fand vor allen Dingen um 1911-12 statt. Das war auch der Höhepunkt innerhalb der Freundschaft zwischen Braque und Picasso. In dieser Phase haben beide aufgehört, ihre Werke zu signieren. Sie haben nur noch sich als Team verstanden und es war ihnen wurscht, wer was gemalt hat. Und es war auch ein kleines Verwirrspiel für den Betrachter, denn es sollte nicht mehr nachvollziehbar sein, was ist von dem schon etwas berühmteren Picasso und was ist von dem jüngeren Braque. Wenn man sich unseren Doku-Raum über die Gesellschaft der Zeit anguckt, merkt man auch, dass die Menschen noch nicht vorbereitet waren auf das neue Zeitalter, das der Kubismus formulierte. Da prallten Welten aufeinander. Und die ersten kubistischen Werke, die von Braque und Picasso ausgestellt worden sind, übrigens nur in Galerien, wurden mit Unverständnis begleitet. Als andere Künstler das dann adaptierten, begannen auch die Presse darauf zu reagieren mit satirischen Kommentaren, verrissen Comics, aber natürlich auch mit Filmen, wo der Kubismus selber nochmal veralbert wurde. Also klar ist, dass ohne Braque der Kubismus nicht in diese Richtung sich entwickelt hätte, wie er es hat. Umgekehrt natürlich auch nicht ohne Picasso. Aber beide waren ein kongenialisches Team. Jeder brachte seinen Part ein und nur zusammen ist der Kubismus so entstanden, wie er hier vorliegt. Die Papier-Collés sind ausgesprochen fragile Werke. Die stehen für die Ausleihe quasi nicht mehr zur Verfügung. Ich bin froh, hier zwei Werke zu haben, denn beide verdeutlichen sehr schön, was eigentlich passiert ist. Also dieser revolutionäre Akt, dass dort Realitätsfragmente eingebaut worden sind in Gemälde bzw. in Zeichnungen. Braque hat in einem Tapetengeschäft in Avignon Tapeten entdeckt mit Holzmaserung. Und das war vollkommen neu damals, das gab es vorher noch nicht. Er hat diese Tapetenrolle dann gekauft und hat dann selber für sich eigenständig mit diesen Tapeten experimentiert. Erst später dann, als er wieder zurück war in Paris, hat er auch Picasso gezeigt, was er gemacht hat. Der war so ein bisschen pikiert, aber hat dann auch natürlich in seiner genialischen Manier das sofort aufgegriffen und extrem multipel eingesetzt. Ab 1912, 13 bis 14 begann dann die Phase des synthetischen Kubismus. Die Farbe kam zurück und die Formen waren wieder klarer definiert. Auf einmal waren wieder Hintergrund und Vordergrund sichtbar und was auch hinzukam, ein komplettes Novum, übrigens von Braque wieder eingeführt, war, dass Sand und Sägespäne in die Farbe selbst reingemischt worden sind, sodass die Oberfläche haptische Struktur annahm. Und das war etwas komplett Neues, vorher noch nicht gemacht worden. Das eigentliche Hauptthema dieser Ausstellung, die ja von 1906 bis 1914 ihren Themenschwerpunkt setzt, ist das Wettrüsten, das ab 1900 zwischen den Staaten Europas stattgefunden hat. Das führte dazu, dass die gesamte politische, gesellschaftliche Situation sich fokussierte. Es war eine unterschwellige Bedrohung, die auch die Künstler merkten und die dazu anregte, produktiver, schneller zu arbeiten. Und tatsächlich wurde Braque auch dann mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 im August sofort eingezogen, wenig später verletzt, kam zurück 1917 nach Paris, aber die Zeit war einfach vorangeschritten. Er war verletzt, er musste wieder lernen zu malen. Picasso war da geblieben in Paris, war meilenweit entfernt. Die beiden Freunde hatten sich nichts mehr zu sagen. Der Austausch, die Freundschaft war damit beendet.